Und willkommen zurück. Das wird ein schneller Part, 20 Minuten. Weiß jemand, woher? Ach, da. Weiß. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2. Mein Name ist Schaums, das ist so ein Spieltipp und ich weiß nicht mehr, was war. Stimmt, der Mafia-Typ. Ich kann nichts sehen. Wollte mich ärgern? Der schießt ja. Und ich bin tot. Egal. Leute, Leute, Leute. Ja, so lange kann das doch nicht dauern, dass er lebt. Ach so. Ich habe geschossen. Ich dachte, warum bricht es auf einmal alles? Musik ist schön anlassen. Wo kommt der? Egal. Wo ist denn da Alex? Das sehe ich schon von meinen Augen. Hä, hey, gibt's jetzt Hobo auch noch, oder? So kann man auch eine Abkürzung geben. Das wäre ich so blöd. Und nochmal. Und noch. Ist keine Rolle da hinten. Nee, ich suche was anderes. Verdammt. Lass mich raus hier. Ich hab den an... Ausnahmsweise mal. Das wäre ein bisschen zu viel ausnahmsweise. Ein Auge. Back for more, huh? You one-eyed menace. Ich aber nicht. Den Ding kannst du nicht töten. Das kann man nicht. Man kann das Ding nicht töten. Ich hab ja im Internet ja einige Szenen gesehen, ne? Wisst ihr, wann ich dachte, dass die Szenen kommen? Halleluja! Ich dachte, die Szenen kommen erst so in der Mitte. Hallo. Egal, mir ist egal. Ehrlich. Ab durch die Tür, ab durch die Tür, ab durch die Tür.
Und tja! Wer kalt mich ab? Matrix. Ich will irgendwas schießen, aber egal. Da hoch kann man. Ich weiß, dass man da irgendwie hoch kann wieder. Wenn nicht, dann komme ich auch da hoch. Dann benutze ich einfach den New Yorker. Ach ja, wenn mal was nach Plan läuft, dann ist alles easy. Und somit haben wir das vorletzte Stück der Sammlung. Den Silberdrachen. Brillant, oder? Und wir kosten erst 5 Minuten aus. Warte. Ja, 5 Minuten. Und da ist unser Surfboard. Und jetzt können wir nochmal speichern. Und zwar da. Ja. Uzi. Pistolen. Was will man mehr? Fragt man sich manchmal wirklich. Ich bin gerade froh darüber, dass es nicht Tomb Raider 3 ist. Denn Tomb Raider 3 habe ich nie genau wie den vierten Teil durchgezockt. Okay, durchgezockt. Ja, aber mit Cheats. Haufenweise Cheats. Ich wollte nur Mini-Packs, aber in Wirklichkeit habe ich dann alle Waffen gekriegt. Und wie viel? Das ist nicht mal wenig. War gar nicht so lohnenswert, wie ich dachte. Da wir hier vorne auch Maschinengewehr haben. Herrlich. Und Levelende. Oder auch nicht. Bin hier mit der Kerl, der mich wieder anschaut. Ich weiß, wer das ist. Haben die Medipacks? Habt ihr Medipacks? Hallo, habt ihr... Was zur Hölle surfe ich hier längs? Das war eine gute Idee. Ich weiß nicht, wie viel Leben ich habe. Egal, trotzdem war es eine gute Idee von mir. Dass ich so rumballer. Da oben geblieben bin. Noch. Bevor. Ja. Ne? Ihr versteht. Trotzdem finde ich eins komisch. Ein Augenblick. Natürlich ist jetzt meine Zeit asynchron. Naja, wieder da. Naja, das heißt, ich habe genügend Zeit. Und zu der 2. Das kann bis zu 2:30 werden. Wie spät haben wir eigentlich? Achso. Egal, Viertelstunde mache ich doch ungefähr. Oder 10 Minuten. Naja, ich muss jetzt 15 Minuten machen, weil ich eine Pause habe. Wieso haben die so viel Leben? Und so wenig Minipacks.
Okay, Minipack. Alter, ich werde zum Narren gehalten. Ihr müsst mir Minipacks geben. Wenn ihr mir ja keine Minipacks gebt, dann bin ich tot. Kapieren die das nicht? Ach, stimmt, die wollen mich tot sehen. Verfehlt. Aber eigentlich müsste doch eigentlich das Level Ende kommen. Denke ich mir mal. Oder nicht? Oder nicht? Oder nicht? Oder nicht? Ja, wo geht's runter? Muss doch hier runtergehen, oder? Ja, muss es nicht, aber... es wird besser. Leute, ich will nicht hören, dass der Weg sinnlos war. Ich will das nicht hören. Der Weg war sinnlos. Ich würde am liebsten sagen, hier war einfach nur ein Artefakt, aber wirklich, jetzt war ja gar nichts. Das ist doch so gemein. So gemein. So bling. Der hat nicht mal einen Schlüssel gehabt. Ah. Ah. Vielleicht da rein. Vielleicht ja mit Motorrad. Durchgequetscht. Schneemobil, Mobil. Im letzten Part habe ich Snowboarding genannt, egal. Ja, auf jeden Fall haben wir es geschafft. Bitten, Opfer. Von ganz unten sieht das aus, als wäre das ja alles vereist. Jetzt aber... ah. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht... das... aha, das sieht sehr gut aus. Hallihallo. Mein Name ist Jones. Was ist nun? Spieltipps. Und Sie heißen? Das zibanisch-tibetanische Hochland. Wir sind in China? Ist das in... ja, China. Huch, wir sind wieder in China. Ich wusste, was kommt. So. Benötigte Zeit 37 Minuten und 43 Sekunden. Gefunden Geheimnisse alle drei. Besiegte Gegner 27. Benötigte Munition 2366. Wow. Treffer 1014? Oh Mann. Benötigte Medipacks 4,5. Zurückgelegte Distanz kürzer als eben. 5,64 Kilometer. Welcome back. This is Johnny. Wenn ich mich täusche, ist das hier das Kloster. Ja, ich hatte recht. Nein, nicht die angreifen. Den kann ich sehen. Kann ich sehen. Wie habe ich gerade? Ja. Sobald ich einen davon angreife, bin ich tot. Nein, dann bin ich wirklich tot. Wortwörtlich tot. Denn, dann sind die alle Mönche sind dann gegen mich. Weil ich... huch. Hast du ihn getötet? Weil... warte. Aber ich finde das ganz gut gemacht, dass hier welche halt sind, ne? Diese gut-böse Dinger. Ich mach dich gut oder ich mach dich böse. Böse oder gut. Ich heile dich. Oder greif dich an. So gesehen. Hä? Ich hab komische Ideen gerade. Eigentlich eine gute Idee, aber diese wird leider nicht funktionieren. Solange dieser Adler da ist.
Sag nicht, ich hab's das für einen Adler gemacht hier hoch. Und für den Tod. Das müsste das 11. Level sein. Dieses Level wird über eine Stunde gehen. Normalerweise. Das heißt, bla Parts. Was soll's? Ich bin doch nicht blöd. Ach, hier oben sind wir. 300. Adler! Zeig dich. Da kommt er. Stürz ab. Stürz ab! Stürz! Ja. Ab. Diese Papageien heutzutage wollen immer mich angreifen. Ach, nur immer mich. Nach dem Hochland müssten wir eigentlich in der Nähe von Dings sein, der Mauer. Wenn ich mich nicht täusche. Nein, technisch ist das eine Tür, die sich automatisch öffnen wird. Mal sehen, ob das stimmt. Nein, das ist keine Tür und keine Kiste. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Dann heißt es Darlings. Darlings. Bin ich total falsch. Ja, ich bin der Weg mal falsch. Das ist eigentlich ein Notausgang. Ich krepiere. Ich krepiere? Ich kapiere, meine ich. Da. Toll, wir hätten gar nicht drauf. Oh Mann, ey, das ist doch nicht wahr. Hallo Leute. Hilft mir eigentlich aber bei Adlern? Nee, egal, ich hab keine Luftangreifer von dem Sinne. Ach, bei Eilok. Noch wege. Ten. Da. Jones 1-1, 0. Spiele Tipps, ja, da hat man Glück. Sie sind hier an der richtigen Stelle. Ich helfe Ihnen bei jedem Part. Wenn nicht, dann liegt es daran, dass meine Kollegen verschiedene Argumente dagegen haben. Unter anderem den einen Part damals in New York. New York, Jersey. Naja, was soll's. Bevor die Kerle da rauskommen, vermute ich mal, dass sie hier rauskommen, ne? Knall ich sie ab.
Ach, herrlich. Ich will gerade so, dass ihr das ganze PC-Game eigentlich jetzt gerade, ja. Eigentlich haben wir ja das ganze Game, ja. Ich glaube, ja. Wir sind drin. Nein, das tut mir leid! Nein! Seht ihr, wie stark die Waffen sind? Oh Mann, ich will... Ja! Ich muss demnächst meinen Kollegen wieder befragen. Ja. Gut, guter Kerl. Böse Kerle. Böse Kerle? Ab sofort werden deine Stiefel immer überprüft. Denn das scheint nicht normal zu sein. Da ist ein grüner Drache. Wie komme ich darauf, dass ein grüner Drache da ist? Vielleicht war da mal ja immer noch. Aber ich weiß, was hier ist. Ein Aha. Dann links. Dann rechts. Paschulke gekommen. Ah, stimmt, da müssen wir rein. Haha! Hey, Julia! Danke, Leute. Ihr seid nett. Wir haben zwei? Dann habe ich ein anderes. Egal, vergessen wir es. Ich dürfte eine Falle drin sein. Oder wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt Let's Play Tomb Raider 2. Das war Johns Essence 0 Spieltipps. Danke für Ihr Besuch. Ciao.